So, hey ho Leute und willkommen zurück zu Jericho. Wahrscheinlich der letzte Part, denn wir neigen uns dem Ende zu. Wir haben all die Epochen soweit alle abgeklappert und ich denke mal, jetzt erwartet uns das Erstgeborene. Und ja, mal gucken, wie es da so aussieht. Und ja, die Pix ist prima. Sind ja durch den Spalt gegangen, durch den letzten. Also im letzten Part. Wo zum Teufel sind wir? Am Grunde einer tiefen Schlucht. Die Spektralanalyse zeigt eine riesige, unstabile Energiequelle in der Nähe. Schön, dass du dabei bist. Ich konnte Befehle noch nie leiden, egal ob heilige oder weltliche. Sehr gut, Rawlings. Wo genau befindet sich diese Energiequelle? Es kommt schnell näher. Es wird aus diesem Tunnel da kommen, Sir. Endlich die letzten Puzzlestücke. Da ist es. So ist es also, eine Seele zu haben. Von der Lichtkraft angezogen zu werden wie Motten? Schon bald werden sie mir gehören. Cole, scanne sie auf Schwächen. Ihr anderen lasst sie einfach reden. Sir! Wir lassen uns nicht so einfach aussaugen wie Leech. Schon möglich. Aber man kämpft für das, was man haben will. Und wenn ich eure Kräfte absorbiert habe, kann ich endlich aus diesem Gefängnis ausbrechen. Und jetzt starrt! Sir, ich glaube, sie will unsere Kräfte gegen uns selbst bündeln, aber ihr habt ja gerade... Schnauze, Schlampe! Alter! Komm! Scheiße! Mist! Rawlings! Feuer! Alter, Leute, das war eine der Szenen, ey. Da hat man echt dumm aus der Wäsche geguckt. Hat er einfach mal Jones und Cole getötet. Erstgeborene. Einfach platzen lassen. Kriegst du wieder Scheißblach. Weil das Erstgeborene hat auch gewisse Tricks auf Lager. Also zu einem dieses Schutzschild. Und... ja, genau. Er kann unsere Kräfte sozusagen absorbieren und gegen uns einsetzen. Also jede Fähigkeit, die unser Team kann. Oh, ja, sowas kann er auch noch. Uns packen und dann gegen die Wand schleudern. Führt meist zum sofortigen Tod, wie ihr jetzt gesehen habt. Scheiß Kind. Wieder tot. Ich glaube, das soll die Fähigkeit von Abby darstellen, also die Telekinese. Zapft uns einfach unsere Fähigkeiten ab. Och, scheiß Viech. Was soll ich denn machen? Och, guck mal, ich kann nur was laufen. Schießt irgendwas auf uns. Da wieder. Ich kann nichts machen. Der packt mich einfach. Was muss ich denn da einsetzen? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Die Chinesen müssen wir einsetzen. Also die Fähigkeit, die es einsetzt, müssen wir meist auch gegen es selber einsetzen. Muss immer gucken, was es einsetzt. Es kann nur eine Fähigkeit sein, die unser Team dabei hat. Eigentlich. Wo ist es da? Das Blitze ein. Ach so, Jones. Ne, Jones brauchen wir nicht, hä? Und welcher sollen wir denn besitzen? Ach so, Rawlings. Haltet euch, ich komme. Genau, wir sollen Leben abziehen.
Glaube ich. Ach ja, wir sollen nicht die Attacke, sondern den Hellball, weil es immer so schwer das einzusehen. Ja. Deswegen sind ja auch die Bälle, die hier rumschwirren, das soll den Hellball von Rawlings darstellen. So, jetzt sitzt das nächste ein, du scheiß Vieh. Wieder Blacks Fähigkeit. Ach Leute, ey. Angst, dass wir draufgehen. Greift es an. Setzt es jetzt ein. Delgados-Fähigkeit, seht ihr ja. Ich glaube, meist wird der Charakter auch angezeigt, den wir eigentlich übernehmen müssen. Jetzt kämpfen die beiden Feuerschlangen miteinander. Mega geil. Halt drauf, Frank. Schaffst es. Ja. Getroffen. Weil die Fähigkeit eigentlich gerade nicht mehr aufgeladen ist. Aber läuft. Scheiß Kind, ey. Wo ist das? Wo ist das? Da. Setzt jetzt ein. Ja, das ist ja normal. Ich glaube, das sind diese Blitze, die er schießt, sind normal für den. Das stellt, glaube ich, nicht eine unserer Fähigkeiten dar. Ich kenne jetzt keinen mit Blitzen. Da, Church. Church. Genau. Bann setzt es ein. Jetzt haben wir es. Bann, jetzt ist es gebannt. Beziehungsweise. Los, Church, gib ihn. Ja. Zack. Ist geschlitzt. Ich werde beenden, was ich begonnen habe. Leech, ey. Scheiß Viech. Jericho! Ins Wasser und tief untertauchen! Auf jeden Fall. Los, tief untertauchen. Das Licht am Ende des Tunnels. Ja, Leute, ne? Wir haben wohl das Ende erreicht. Wird wohl doch der letzte Platz sein. Ja. War eigentlich ein bisschen kurz, muss ich sagen. Also ich habe es wirklich länger in Erinnerung gehabt, die Kämpfe und so. Aber vielleicht habe ich mich damals einfach nur zu dämlich angestellt. Ja, das war's mit Jericho. Boah, was kann ich sagen? Also, wie gesagt, mir gefällt das Spiel. Schon alleine wegen diesem Setting. An sich diese Neuzeit, also hochmodernes Team. Voll ausgerüstet in einem mittelalterlichen... Epoche, unterschiedliche Epochen sogar. Und dann auch diese Brutalität. Also einfach, die zensieren halt nichts und zeigen wirklich, wie es auch damals war. Dazu auch, ja, ganz nette Bosse, wenn man sie Bosse nennen kann. Dieses Teamgefühl fand ich echt gut. Besonders, dass man so durchwechseln konnte. Also, dass es so geregelt haben, dass man erst den Captain spielte und dann, dass man auch später dann wieder wechseln kann zu jedem, wenn man gestorben ist oder sowas. Das finde ich richtig gut. Also wenn man halt gestorben ist, ist es so in den meisten Spielen ja, dass direkt schon Game-Over-Bildschirm kommt und da hast du halt noch die Möglichkeit, dein Team sozusagen aus der Scheiße zu ziehen. Und ich finde gerade dieses Feature, das macht, finde ich, an Jericho echt gut. Und ja, auch jetzt in der letzten Szene, wie ihr es gesehen habt, also kurz bevor wir dem Erstgeborenen gegenübergetreten sind, dass Jones und Cole auf einmal so geplatzt sind. Also man begleitet die Charaktere so eigentlich mit übers Spiel, die wachsen einem sozusagen schon ein bisschen ans Herz und auf einmal peng, tot. Also nicht so wie in so normalen Spielen, wo immer der Hauptcharakter oder das Team es schafft, so mit Happy End, ne? Ich finde bei dem Ende jetzt, kann man nicht sagen, dass es unbedingt ein Happy End ist, sondern das ist so ungewiss. Also man wird da sozusagen eigentlich in einem
in der Ungewissheit gelassen. Haben sie es jetzt geschafft? Haben sie es rausgeschafft? Was mit dem Erstgeborenen? Was mit Leech? Und so. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich ganz schön. Vielleicht wünscht man sich auch einen zweiten Teil davon. Aber ich finde, ja, man sollte einen Klassiker nicht schlecht machen, indem man noch zweite Teile rausbringt. Also ich finde es ganz gut, das Spiel steht für sich. Ja, gespielt habe ich ja die Xbox 360 Version. Ich glaube, es gibt es noch für PC, aber sonst für keine Konsole, meines Wissens. Und ja, auch für die Zeit sah es noch echt hübsch aus. Das war von 2007. Und ja, mehr kann ich jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play gefallen. Und ja, wenn ihr euch auch angesprochen fühlt bei so einem Spiel, also von diesem Spiel angesprochen fühlt, dann könnt ihr euch das gerne auch besorgen. Besonders wenn es viele auch noch nicht kennen. Weil es jetzt auch nicht hier das berühmteste Spiel, was hier jeder kennen müsste, sollte. Aber ich finde es schon ganz nett. Und ich finde, man sollte es mal gesehen bzw. auch mal gespielt haben. Wer sich dann halt für so Horror und ein bisschen Action auch begeistern kann. Aber gut, in dem Sinne, Leute, ne? Ja, wenn ihr Bock habt, ne? Bei den nächsten Projekten, die ich dann demnächst mal angehen werde, mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, ich würde mal sagen, ne? Bleibt mir gewogen und bis dahin und ciao, Leute.